Herzlich willkommen zu meinem Hypnose-Podcast. Mein Name ist Sven Frank und mit diesem Podcast möchte ich dir ein bisschen Ruhe schenken. Zeit für dich, Zeit für positive Veränderungen, Zeit für neue Erkenntnisse. Einfach Zeit, die du für dich nutzen kannst, um ein bisschen Ruhe zu finden in dieser hektischen, stressigen und ein bisschen verrückten Zeit. Ich freue mich, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Selbsthypnose. Mach's dir jetzt einfach bequem. So bequem, dass du die nächsten 30 Minuten entspannt da sitzen oder liegen kannst. Und erlaube dir nun selbst, einen Punkt im Raum zu finden, den du fixieren möchtest. Ein Punkt, den du so lange betrachtest, bis du merkst, dass das Bedürfnis, die Augen zu schließen, größer ist als die Neugier in Bezug auf diesen Punkt. Und viele Gedanken könnten kommen und gehen, bis du dann schließlich deine Augen schließt. Und heute, in dieser ganz besonderen Hypnose, geht es jetzt darum, deine ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Egal, ob das gesundheitliche, berufliche, persönliche sind. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du dich an einem Ort befindest, an dem du dich sehr gut und sehr tief entspannen kannst. Vielleicht so etwas wie ein angenehmer Whirlpool, in dem du drin badest und dieser ganz besondere Whirlpool ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die dir Kraft und Energie gibt. Kraft und Energie für die Herausforderungen und Aufgaben, die jetzt anstehen in der nächsten Zeit, um die nächsten Schritte auf dem Weg zu deinem persönlichen Ziel zu gehen. Vielleicht hat diese Flüssigkeit für dich eine ganz besondere Farbe. Und vielleicht auch einen angenehmen Geruch. Vielleicht ist sie aber auch farb- und geruchlos. Und während du dich in dieser angenehmen, warmen Flüssigkeit wohlfühlst, spürst du, dass diese Flüssigkeit deinen Körper nicht nur umspült, sondern ihn regelrecht durchdringt.
auf eine wohltuende, angenehme Art und Weise, dass dein Körper von dieser Flüssigkeit komplett durchgespült wird. Und in diesem Whirlpool zirkuliert das Wasser, sodass dein Körper und dein Geist von allem, was du loslassen möchtest, jede Anspannung, jeder Gedanke, jede Blockade und jedes Symptom befreit wird. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch mit deinem Kopf untertauchen und feststellen, dass du in dieser Flüssigkeit ganz entspannt atmen kannst und diese Wärme deiner Augen beruhigt und entspannt. Und während du nun deinen Körper und deinen Geist dort zur Erholung und zur Regeneration in diesem Whirlpool abgibst, darf deine Vorstellungskraft und deine Erinnerung, dein Unterbewusstsein auf eine Reise gehen. Stell dir also vor, wie du dich selbst von oben dort so liegen siehst. Und wie du den ganzen Raum, in dem du dich befindest, siehst. Stell dir vor, wie du das Haus und den ganzen Straßenzug und schließlich die Stadt von oben siehst. Und du gleitest immer weiter nach oben. Leicht und sanft gleitest du nach oben. Leicht und sanft, immer weiter, bis du schließlich in den Wolken ankommst. Und in dieser Wolkendecke gleitest du zurück. Weit, weit zurück. Weit zurück bist du schließlich eine Lücke in der Wolkendecke siehst. Und du tauchst durch diese Wolkendecke und siehst unter dir eine grüne Wiese. Und auf dieser grünen Wiese siehst du ein kleines Mädchen. Ungefähr 3 oder 4 Jahre alt, ganz allein und voller Angst.
Und du gehst zu diesem kleinen 3- oder 4-jährigen Mädchen hin, nimmst es in den Arm, tröstest sie und dann erkennst du in diesem kleinen Mädchen deine eigene Mutter als Kind. Im Alter von ungefähr 3 oder 4 Jahren. Ganz allein und voller Angst. Und dann nimm dieses kleine Mädchen an der Hand und geh auf der Wiese ein bisschen mit ihr spazieren. Und hör dir an, was sie dir zu erzählen hat. Ich lasse dir jetzt einen Augenblick Zeit dafür. Und dann verabschiede dich von diesem kleinen Mädchen. Gleite wieder hinauf in die Wolkendecke. Gleite noch ein bisschen in der Wolkendecke umher, bis du wieder eine Öffnung findest. Tauche ein und du entdeckst unter dieser Wolkendecke wieder eine Wiese und auf dieser Wiese sitzt ein kleiner Junge, ungefähr 3 oder 4 Jahre alt, ganz alleine. Und voller Angst. Und du gehst zu diesem kleinen Jungen hin, nimmst ihn in den Arm, beruhigst und tröstest ihn. Und dann erkennst du in diesem kleinen Jungen deinen eigenen Vater als Kind im Alter von ungefähr 3 oder 4 Jahren, voller Angst und ganz allein. Und dann nimm diesen kleinen Jungen an die Hand und geh mit ihm ein bisschen über die Wiese spazieren. Hör dir an, was sie dir zu erzählen hat. Ich lasse dir jetzt wieder einen Augenblick Zeit dafür.
Und dann verabschiede dich wieder von diesem kleinen Jungen. Gleite hinauf in die Wolken. Und gleite in der Wolkendecke vorwärts. Immer weiter und weiter vorwärts. Weiter und weiter. Bis du irgendwann eine Öffnung in der Wolkendecke findest. Und dort tauchst du wieder ein. Siehst dort unten eine Wiese und auf dieser Wiese spielt ein kleines Kind. Ganz alleine. Und es spielt ein Spiel von seinen größten Träumen und Wünschen. Du gleitest hinunter zu diesem kleinen Kind, nimmst es in den Arm, sagst ihm etwas Liebes und fragst, ob du mitspielen darfst. Dieses kleine Kind spielt ein Spiel, das du sehr gut kennst. Und du erkennst in diesem kleinen Kind dich selbst als Kind im Alter von 2, 3 oder 4 Jahren. Und im Spiel zeigt dir dieses Kind die Lösung für ein Problem, eine Frage, eine Aufgabe, der du dich im Moment gegenüber siehst. Im Spiel zeigt dir dieses Kind, mit welcher Strategie oder welcher Vorgehensweise du dein ganz persönliches nächstes Ziel erreichen wirst. Lass dich also von diesem Spiel des kleinen Kindes jetzt begeistern und inspirieren. Ich lasse dir jetzt wieder einen Augenblick Zeit dafür. Und dann verabschiede dich wieder von diesem kleinen Kind und nimm die Eindrücke, Erkenntnisse und Ideen aus diesem Spiel für dich mit. Gleite hinauf in die Wolkendecke und gleite nach vorne. Weit, weit, weit nach vorne. So weit wie möglich, bis du am Ende der Wolkendecke wieder ein Loch in der Wolkendecke siehst oder die Wolken einfach zu Ende sind. Und da siehst du
eine Waldlichtung unter dir mit einer Holzhütte. Und du landest vor dieser Holzhütte. Und schaust neugierig hinein. Und siehst da drinnen jemanden, der offensichtlich etwas kocht. Und du betrittst vorsichtig die Hütte und da drin am Herd steht jemand, der ungefähr 90 oder 100 Jahre alt sein wird. Und diese Person begrüßt dich freundlich und sagt, sie habe dich schon erwartet. Und diese Person bittet dich, Platz zu nehmen am Tisch, weil es gleich dein Leibgericht gibt, dein Lieblingsessen. Und du setzt dich hin. Und bekommst etwas zu essen. Und als ihr da so gemeinsam esst, siehst du in den Augen dieser Person, dass das du bist. Du selbst im Alter von 90 oder 100 Jahren. Und ein anderes Ich lächelt dich an und sagt, ja, ich weiß, dass es in deinem Leben im Moment ein paar Herausforderungen und Aufgaben gibt. Und dass du ein paar Ziele hast, von denen du nicht genau weißt, ob du sie erreichen wirst und wie du das anstellen sollst. Aber glaub mir, in 3 Jahren wirst du das Leben führen, von dem du heute nur träumst. Und dann erzählt dir dein anderes Ich aus der Zukunft, was in den nächsten 3 Jahren in deinem Leben passieren wird, damit du dein Ziel erreichst. Hör dir genau an, was das ist. Und ich lasse dir jetzt wieder einen Moment Zeit, weil ihr euch bestimmt einiges zu sagen habt. Und dann wird es Zeit, sich wieder zu verabschieden. Aber nimm die Informationen und Erkenntnisse mit in deinen Alltag. Verabschiede dich und gleite wieder hinauf in die Wolkendecke. Gleite zurück bis zu dem Punkt, an dem du deine Reise begonnen hast. Und du siehst die Stadt von oben. Und du siehst den Straßenzug und dein Haus von oben. Du siehst das Zimmer mit der großen Whirlpool-Wanne.
dein Körper hat, wenn du alles richtig gemacht hast, dich jetzt gut vorbereitet. Dein Körper und dein Geist sind gestärkt, gekräftigt, motiviert, bereit für die nächsten Schritte auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Also gleite wieder in deinen Körper hinein. Und beende dieses Bad in deinem Whirlpool. Orientiere dich langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt, während ich diese Hypnose jetzt beende, indem ich von 1 bis 10 zähle. Und wenn ich bei 10 angekommen bin, dann öffne einfach wieder deine Augen, nimm dann einen guten, tiefen Atemzug, strecke dich noch etwas, wenn du möchtest, und lächle. Und 1, weil du einzigartig bist, hast du auch einzigartige Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten. Denn alles im Leben hat 2 Seiten und manchmal kommt zu einem Entweder-Oder noch Möglichkeit Nummer 3 hinzu. Aber in allen 4 Himmelsrichtungen warten Chancen und Möglichkeiten auf dich, bis irgendwann die Lösung auf der Hand liegt und du dir an allen 5 Fingern abzählen kannst, welches die nächsten Schritte sind, die es auf dem Weg zu deinem nächsten Ziel zu gehen bedarf. Dann fühlst du dich wie bei Mensch, ärgere dich nicht, wenn du eine 6 gewürfelt hast und es vorwärts geht mit Riesenschritten in Richtung Ziel. Zu diesem Zeitpunkt wird dein Unterbewusstsein für dich aussieben, was dir gut tut und alle anderen Dinge mehr und mehr aus deinem Leben reduzieren. Also achte auf die Veränderungen in deinem Körper und in deinem Geist und die vielen neuen positiven Erlebnisse und Gedanken. Und 10, öffne deine Augen, nimm einen guten tiefen Atemzug, streck dich noch etwas, wenn du möchtest, und lächle. Für heute auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ja, das war die Selbsthypnose für diese Woche. Und wenn du intensiver in das Thema Hypnose oder Selbsthypnose eintauchen möchtest, dann besuch doch meine Website unter speedlearning.academy. Dort findest du im Shop einmal einen kompletten Selbsthypnosekurs, den ich mit meinem guten Freund und Kollegen Andreas Ermers zusammen anbiete. Und du findest einen kompletten Online-Kurs Grundlagen der Hypnose. Und dort lernst du noch ein bisschen mehr, wie du dir selbst und auch den Menschen, die dir wichtig sind, mit Hypnose zu positiven Veränderungen verhelfen kannst. Für heute verabschiede ich mich von dir, bedanke mich für das Zuhören und wünsche dir im Laufe der Woche viele positive Veränderungen, viel Ruhe und dass die Welt in deinem Inneren mit Hilfe dieses Podcasts ein bisschen entspannter und besser werden kann. Bis nächste Woche, dein Sven Frank.